Seit wann veranstalten Sie Neujahrskonzerte und welche musikalischen Themen haben Sie bisher bearbeitet? Das Kammerstreichorchester spielt seit 2006 hier im Rathaussaal, weil wir uns gedacht haben, es gab früher schon mal Konzerte im Rathaussaal und das wurde dann ein bisschen weniger. Und für so ein Kammerorchester ist das genau der richtige Saal. Es klingt hier ganz toll. Und wir denken, wir haben mit den Programmen, die wir immer so ein bisschen variieren und immer ein bisschen was Neues aufbringen, unser Publikum hier gefunden. Wie ist die Zusammenarbeit mit Herrn Recknagel zustande gekommen? Ich kenne Klaus Recknagel schon aus der Musikschule. Wir waren Kollegen dort und er ist ein richtiger Urmusiker und ist für alle neuen Sachen offen. Und so auch Mundharmonika und Streichorchester oder Didgeridoo und Streichorchester. Das war eigentlich ein ganz großes Thema und eine ganz gute Idee. Und aus dieser Idee ist eine Komposition entstanden. Das erste Mal hier im Rathaus aufgeführt. Und wir haben alle eigentlich unseren Spaß dran gehabt. Seit wann arbeiten Sie mit dem Kammerorchester zusammen? Seit Oktober, da kam dann Peter Wiegand in ein Café, wo wir drin saßen und kam rein und sagte, euch habe ich gesucht, ich habe eine Idee und dazu brauche ich euch. Und zwar war diese Idee, dass Klaus was komponiert und ich Didgeridoo spiele. Während Sie Didgeridoo gespielt haben, sah es so aus, als ob Sie immer nur ausatmen und nie einatmen. Wie machen Sie das denn? Das ist die permanente Atmung oder auch Zirkularatmung. Das ist die Kunst des Didgeridoo-Spiels und da muss man gleichzeitig ein- und ausatmen.
sozusagen Luft in die Backen drücken, das hinausdrücken und gleichzeitig Luft holen. So, sieht doof aus, aber so ist es. Notwendig. Warum arbeiten Sie mit dem Kammerorchester zusammen? Im Café saßen wir zu zweit. Deswegen ging der Auftrag gleich an mich und ich habe dem Peter gleich zugesagt, habe ich, das komponiere ich. Ich wusste aber nicht, was und wie, und das war natürlich dann schwierig. Mir fiel dann längere Zeit nichts ein. Dann bin ich immer spazieren gegangen mit dem Hund und dann kam mir so eine Idee, der Live lief mit durch den Wald und dann haben wir so was entwickelt, wo ich sage, Mensch, Live, du nimmst 3 Didgeridoos und dann schreibe ich was, so 3 Teile. Und die Mundharmonika, das haben wir beim Peter schon öfters mal in seiner Konzertreihe gespielt. Das war eigentlich selbstverständlich, dass man dann auch Mundharmonika auch noch reinpacken ins Konzert. Und so ist das entstanden. Und Peter ist auch ein guter Freund von uns.